Mit den Schulterrollen schräg. Und links, große Kreise. Und beim nächsten Mal im Becky auch mit. Auch so kreisende Bewegung. Mal rechts, mal links. Den ganzen Körper bewegen. Und wärmen wir die Nieren. Die Schulter fixieren, nur Becke bewegen, so, zieh hoch, rechts und links, ja, Arm auf die Seite öffnen. Achtung, ein bisschen schneller marschieren mit gestreckten Beinen. Super. Arm öffnen auf die Seite, einatmen den Muskel ein bisschen umarmen, den Rücken rollen, einatmen, aus, einatmen. Machen wir nächstes Mal so. Und beim nächsten Mal den Arm verschränken, so hinter dem Kopf. Zum Decken schauen, einatmen den Muskel von runter, okay. Und noch ein paar Mal. Ich bin ja auch mal zum Weg geholt.
bottom one. Alles bewegen, mobilisiere. Die andere Richtung kreisen. Und du fröhlich. Schütteln hier so zitter breit aufstehen. Da kommt die Atme. Oh, das Oberschenkel, wenn es gut bereit ist, zum Boden bringen. Und hier so eine Linie. Jawohl. Über die unterrechte Ferse weg vom Boden. Mach so ganz klinisch mit. Achtung, wechseln. Linke Ferse weg vom Boden. Ferse runterbringen, Arme runterbringen, so. Und jetzt Ferse 3 auf die Arme hochbringen. Und wechsel auf die Mitte. Blieben. Auf die andere Seite Ferse 3. Die Mitte. Die andere Seite 3. Und schon die Hand nach vorne schieben, drück mit dem Brustbein ab. Den Arm auf die Seite öffnen, der Körper mit den drei Ausschnuppen. Auf die andere Seite lange Wirbelsäule, Bauchnabel ziehen. Letzte Mal, wenn wir den vorne abschließen, zwei Beine beugen. Das andere Bein beugen und ein bisschen schneller. Den Arm nach vorne strecken. Mal letzte Mal, wie wir auf linke Seite. Und so drehen. Linke Bein strecken und beugen. Strecken aus, noch mit dem Kopf zum Knie. Und noch ein paar Mal. Rechte Ferse zum Boden drücken. Machen wir das letzte Mal den beiden Bein strecken. Linke Hand zum Decken. Und wir wechseln auf die andere Seite auf rechten Fuß. Wir drehen auf der rechten Seite. Über den rechten Bein beugen und strecken. Wir atmen. Aus. Beide Beine strecken und rechte Hand zum Decken. Mit der Mitte drück. Noch Rolle. Schön. Rumpfmuskulatur anspannen. Da auf die Seite. Fuß weg vom Boden. Mach kreisende Bewegungen. Vorne, den Ball nach vorne strecken, Knie auf die Seite und drehen, auf die Seite strecken, vorne, auf die Seite.
machen letzte Mal links, ja. Und du dabei wechseln. Linker Bein führen, Rumpfmuskulatur ausspannen und mach kreisende Bewegungen. Jawohl. Super. Achtung, die Bein nach vorne strecken und schnupp. Einmal auf die Seite. Oberschenkel, wenn es gut, parallel zum Boden. Macht lange Wirbelsäule, Arm hoch. Drei in der Körpermitte mit dem Ohr zum Knie ziehen und schnuppen. Und wechseln. Atmen. So nach vorne rutschen. Macht einen Fuß oben drauf, rechter Fuß. Ja. Und jetzt seht ihr, Muskulatur ein bisschen massieren und dehnen. So hier und hier rollen. Und seht ihr, Muskulatur. So. Bleibt auf die Seite und Knie zum Boden drücken. Schultern tief. Kommt auf die Mitte zurück. Wenn ihr so abstutzt oder auf den Faust drauf. Wir tun jetzt nur Arm beugen und strecken. Arm beugen, strecken und beugen. Ellenbogen nach hinten schauen. Ausschnuppen beim Strecken. Atmen. Aus. Strecken Sie die Arme über den Kopf hoch.
der rechten Seite lang, zieh die rechte Seite in der linke, im Wechsel auf linke Seite und nochmal rechts und links. Zieh dein Bein hoch, die Arme auch zum Decken strecken, ausschnaufen. In den Wechsel, das andere Bein hoch, schnuffen und beim nächsten Mal den Kopf und Schultern mit. Atmen, aus. Oben mit dem Bein halte, zieh mit dem Kopf zum Knie, innere Seite vom Oberschenkel dehnen. Das andere Bein hoch, mit dem Kopf zum Knie. Und den Fuß aufstellen, Hüfte breit. Den Becken kippen langsam aufrollen, Wirbel von Wirbel hoch. Gewicht auf die Schulterblätter drauf verlagern. Langsam wieder ab, Wirbel von Wirbel. Ganz am Schluss Becken anbringen. Einatmen. Und wir müssen noch aufrollen. Mach die Oberschenkel und Rumpf auf eine Linie. Wir müssen noch Wirbel sollen wie Perlenkette einen nacheinander anbringen. Fließende Bewegungen. Lieber Toba mit dem Gesicht. Bei Strecke auf Diagonale, Knie auf eine Linie, Hüftknochen auf eine Linie, zieht Fuß zum Decki, atmet aus, Fuß point und flex. Strecke auf Diagonale halten, Becken kontrollieren, zieht Fuß hoch, atmen, aus, Fuß point und flex. Aufstellen. Mit dem Becken kippen auf die Seite rechts und links. Versuch Knie und Füße auf eine Linie halten. Nur im Beckenbereich schaffen. Bleibt auf die Mitte. Mach zwei Schritte nach vorne, versuch Becken nicht bewegen. Zwei Schritte zurück. Hüftknochen auf einer Linie, parallel zum Boden marschieren. Thank you.
Richtung kreisen. Nach Unterschenkel parallel zum Oberarm hoch. Zieht der Arm auf Seite rechts und Bein auf Seite links. So, nochmal wechseln. Rückentwist, atmen. Aus. Den Arm auf die Seite öffnen. Die Beine hoch, nimmt die Hand zum Winkel, Schulterblätter weg vom Boden drücken, Beine strecken. Auf die andere Seite, auf die Seite zu. Links wechseln, Beine strecken. Und jetzt auf die Mitte nochmal. Schulter weg vom Boden und jetzt auf die Seite rechts wechseln. Nochmal zur Mitte, Schulter weg vom Boden und auf die Seite. Jetzt schauen wir Schulter. Tief. Und dann das Abwechseln, mal auf die Mitte, mal auf die Seite rechts, auf die Mitte. Letzte Mal, bei beugen und den Knie auf die Seite bis zum Boden aber bringen, auf die Gegenseite beugen, halten. Wechseln auf die andere Seite. Und auf die Mitte zurück. Macht einen Fuß so auf den Oberschenkel drauf, machen wir rechten Fuß auf den Oberschenkel drauf. Und kann hinter dem Kopf anschließen. Den linken Ellenbogen zum rechten Knie ziehen. Hier atmen. Aus. Einmal auf die Seite links, einmal auf die Seite rechts, den Schulter weg vom Boden drauf. Letzte Mal, könnt ihr nicht wieder so heben und anziehen oder so. Oder für die Woche vielleicht mit dem Fuß. Wir wechseln, der Bein macht linken Fuß auf den Oberschenkel drauf, rechten Fuß aufstellen, macht die Hand hinter dem Kopf, Ellenbogen auf die Seite schauen, mit dem rechten Ellenbogen zum linken Knie, atmen, aus. Zum Deckel und zieht einmal auf die Seite links, Schulter weg von dort, einmal rechts, abwechseln.
Ein bisschen mehr. Und dann entweder so unten durchheben, so an das Schienbein oder an den Fuß. Entweder nur ganz kleine Bewegungen machen, ein bisschen laufen, so, unter den Bauchmuskel anspannen und entspannen. Ausschnuppern. Für die, die können, beim nächsten Mal die Beine über den Kopf hoch in die Flugposition. Und langsam ab. Auf die Schulterblätter drauf, nicht auf den Nacken und langsam abrollen. Und jetzt beim nächsten Mal auch noch bei Senke auf 45 Grad, Bauchnabel ziehen und ohne Schwung hoch. Becke lupfen im Flug. Abrollen, Wirbel vom Wirbel. Und den Bein senken auf 45 Grad. Unter den Rücken fest zum Boden drücken. Sind nochmal hoch. Bein senken. Gut, den Fuß aufstellen. Mach Kopf auf Oberarm drauf. Dann beide Beine weg vom Boden drücken, können die Hand so lassen oder die Hand weg vom Boden halten. Richtig ist rum stabil. Bauchnabel ziehen. Schultern nicht bewegen. Schnuffen drücken, atmen, aus. Liebe Toppe, halte. Achtung, zieht obere Bein hoch und Arm über den Kopf hoch. Atme aus. Arm über den Kopf hoch und jetzt nur untere Beine bewegen, abbringen, atme aus. Atme aus. Und jetzt nur mit unteren Beinen schaffen. Vielleicht noch über die Schultern zum Weg ausstrahlen. Schon etwas vom Rücken. Dann abstutzen. Auf Unterarm abstutzen. Nein, Bein strecken, das andere Bein so aufstellen. Den Arm über den Kopf hoch und Becken lupfen. Ausschnuppern kommen die Farbe und den Fuß weg vom Boden. Und mit den Abwechseln mal Becken lupfen. Und mal Fuß weg vom Boden drücken. Und nochmal so. Thank you.
Rasband auch drum bei weg vom Boden ohne Schuh. Mit Hand oder ohne Hand. Wir atmen aus. Zum Decken ziehen. Ich atme aus. Versuch das untere Bein nicht abstellen. Balance halten. Beibewege runterbringen, ich atme aus, zusammenschließen. Ich atme aus. Sich lang machen, sich strecken. Zum Weg ausstrahlen. Gut, den Abschluss zum Unterarm. Stell den Ellenbogen unter der Schulter. Den oberen Bein strecken. Den Becken lupfen, Arm über den Kopf hoch. Und jetzt noch auf den Weg vom Boden drücken. So weit wie möglich, Blick zum Boden halten. Und rechte Bein, linke Arm hoch. Und den Weg, rechte Arm, linke Bein. Der linke Zieh sich lang machen, die atmen. Weg vom Boden drücken, ausschnupfen. Blick zum Boden. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Liebe Tobe, den Arm auf die Seite öffnen und kreisen. Schulterblätter fest zusammendrücken. Die andere Richtung.
schließt, versuchst vielleicht noch höher hochhalten, schnuffen. Nimm den Kopf auf die Seite, drehe Schultern fallen lassen. Den Kopf auf die andere Seite drehen. Schenkel anziehen, den Knie weg vom Boden ohne Schuh und den Bein wieder strecken. Atmen, aus. Arm aus. So die Schultern nicht bewegen. Sind immer nicht so grosse Bewegungen, wenn man den Knie weg vom Boden drücken soll. Nicht sehr. Ich bin einfach gesessen, Muskulatur anspannen und dann spannen. Machen wir das letzte Mal den Unterschenkel anziehen, den rechten Knie weg vom Boden drücken und wirklich kippen. Auch Knie weg vom Boden. Die andere Seite. Such dir die Schultern nicht mehr weg. Die andere Seite. Jawohl. Machen wir das letzte Mal. Jetzt kommen wir hoch. Machen vier Füße. Andere Richtung, drei. Gut, den rechten, linken Bein strecken. Und linker Arm. Achtung, wir tun jetzt Arm auf die Seite und Becken auf die Seite. Balance nicht verlieren. Zieht wieder parallel zum Boden nach vorne und Becken schließen. Und mal auf die Seite. Könnt ihr den eigenen Tempo machen. Balance halten. Ruhig schaffen. Atmen. Aus. Atmen. Aus. Becken öffnen auf die Seite. Und Körper entlang. Und nochmal. Bleibt auf die Seite, halten. Versucht Hand und Fuß zusammen schließen. Gut. Wir wechseln beim Tag. Rechte Arm, rechte Bein. Zuerst nach vorne. Jetzt schnuppe den Weg auf die Seite öffnen. Drück Fuß zum Weg. Und wechseln. Körper entlang. Auf die Seite. Langsam. Super. Schwere Balance. Thank you.
nicht bewegen. Parallel zum Boden halten. Mach mal das letzte Mal. Gut. Leibbein strecken. Mach mal Liegestütze zwei Beine. Mit dem Bogen so. Oder nach hinten weg. Aber mit dem Kopf atmen. Du musst nur vom Arm strecken. Atmen. Los mit den Schultern abdrücken. Hoch nach der Leiste. Ball auf die Seite bringen, so, aber Hand nach vorne schieben, drück wieder mit dem Brustbein ab. Linker Arm unten durchschieben, Schulter zum Boden. Mit zusammen.
deine Schulterblätter auseinanderziehen. Schultern fallen lassen. Die Hüftrichter kann die Hände zusammenschließen und die Schulterblätter fest zusammenziehen. Zum Weg genug, Abstand zu haben. Oh, mit dem Kopf zum Boden, ganz am Weg. Links vom Rumpf nach vorne und mach Kopf auch links. Schieb den Kopf auf rechte Seite. Rechte Schulter abdrücken. Die andere Seite wechselt. Hand nach vorne schieben. Mach Kopf rechts und jetzt linke Schulter abdrücken.